In Bolivien kam es in den Wochen nach der Wahl am 20. Oktober zu teilweise gewalttätigen Protesten der Opposition. Als Evo Morales noch Präsident von Bolivien war, wurden die Proteste mit polizeilichen Maßnahmen bekämpft. Das Militär blieb in den Kasernen. Unter anderem wurden die Büros der Wahlbehörden in den Städten Tarija, Potosí und Sucre angezündet und Häuser von gewählten Vertretern der Regierungspartei Bewegung zum Sozialismus zerstört. Dennoch setzte die Regierung das Militär nicht ein. Kein Mensch kam durch den Einsatz der Sicherheitskräfte ums Leben. Seit dem Machtantritt von Jeanine Áñez am 12. November starben innerhalb nur weniger Tage rund 30 Menschen im Rahmen von Militär- und Polizeieinsätzen. Nos están disparando. Arrincónense. Estamos en la avenida Chucaya. Están disparando. Están disparando, están disparando. Los policías, maricones, militares que son enemigos del pueblo nos están disparando. Nos acaban de gasificar y están disparando. Menschen gehen hinter Mauern in Deckung und drücken sich an Häuserwände. Verletzte werden auf provisorischen Bahren oder mit Decken weggetragen. Menschen weinen. Es ist der 19. November und Polizei und Militär sind mit einem Großaufgebot in den Stadtteil Sencata in El Alto einmarschiert und schießen. Ziel der Militäroperation ist es, Zugang zu einer Industrieanlage des bolivianischen Erdgaskonzerns zu bekommen. In El Alto breitet sich Entsetzen aus. Eine Nachbarin aus dem Stadtteil Sencata berichtet über WhatsApp. Los militares están en la esquina de la casa, están disparando. Soldaten sind an der Ecke und schießen in alle Richtungen. Sie versuchen, die Menschen auseinanderzutreiben und schießen scharf. Vor unserem Haus stehen Einsatzkräfte. Estamos con los militares al frente de la casa. In Tränen aufgelöst, berichtet der Arzt aus einem provisorischen Versorgungszentrum per Videobotschaft. Der Raum ist kahl. Auf dem Boden sind Decken ausgebreitet. Medizinische Geräte sind nicht vorhanden. Mit Tränen in den Augen sage ich ihm, wir haben 6 Tote. Wir haben versucht, alle zu behandeln. Wir haben fast 20 Verletzte behandelt. Die Schwerverletzten mussten wir woanders hinbringen. Aber auch hier haben wir Operationen durchgeführt. Mir tut es leid, dass diese Militärs auf diese Art und Weise reagiert haben. Ich bitte um internationale Hilfe des Roten Kreuzes, dass sie hierher kommen. In den sozialen Medien zirkulieren überall Meldungen von Verletzten. Es gibt Aufrufe, Krankenhäuser zu melden, die noch Aufnahmekapazitäten haben. Genossen, bitte. Wer Infos über Krankenhäuser hat, schickt uns Krankenwagen bitte. Nach Sencata. Es gibt hier keine Krankenwagen. Wie viele Menschen getötet und wie viele verletzt wurden, darüber gibt es unterschiedliche Angaben. Nach dem Einsatz erklärt Luis Fernando López, der Verteidigungsminister der Übergangsregierung, del ejército no salió un solo proyectil. Von Seiten der Armee wurde nicht ein Projektil abgefeuert. Die Streitkräfte bleiben in ihrer Position des Dialogs. In den sozialen Netzwerken wurde jemand mit einer Verletzung am Hals gezeigt. Ich garantiere Ihnen, dass das kein Kaliber 7,62 ist. Das garantiere ich. Wenn wir Gesprächspartner finden, sind sie total alkoholisiert. Das ist die Wahrheit. Kurze Zeit später berichtet die bolivianische Tageszeitung Página 7, dass Anhänger von Evo Morales die Gas- und Benzinvorräte der Anlage in Brand stecken wollten. Spricht man mit Anwohnern, stellt sich die Situation anders dar. Eine Nachbarin, die aus Angst vor Repressalien lieber anonym bleiben möchte, sagt: Había piedras, escombros, tierra que bloqueaban el camino. Die Durchfahrt wurde mit Steinen und Schutt versperrt. Die Nachbarn haben das Gelände des Erdgaskonzerns bewacht. Als der Konflikt vor einer Woche anfing, gab es Plünderungen, Häuser wurden abgebrannt und wir als Altenios wurden dafür verantwortlich gemacht. In unseren Versammlungen haben wir als erstes entschieden, dass wir keine Gewalt anwenden und keine Plünderungen akzeptieren wollten. Wir Altenios sind keine Vandalen. Wir sind sehr ehrliche, arbeitende Menschen und das wird von den Medien gerade verleugnet. Die Anlage wurde von den Nachbarn bewacht. Innerhalb der Anlage arbeiteten die Mitarbeiter des Gaskonzerns weiter. Sie konnten zur Arbeit. Es gab laut Anwohnern keine Probleme. Doch als die Polizei am 19. November morgens kommt, beginnt sie, Tränengas einzusetzen. Gasificados brutalmente. Se sentían los gases hasta aquí abajo.
Die Leute, die Wache geschoben haben, wurden brutal mit Tränengas angegriffen. Man merkte das Tränengas bis zu unserem Haus. Zunächst waren es wenige, die zu Hilfe eilten. Dann kamen aber mehr. Die Menschen waren wütend darüber, wie die Polizei vorging, dass überall mit Tränengas herumgeschossen wurde, auch auf Wohnhäuser. Sie waren aufgebracht. Echando gases incluso a las casas. Dann la gente estaba super enardecida y pues lo siguieron. Immer mehr Menschen kommen durch den Vorfall zusammen. Die Straße vor der Industrieanlage füllt sich mit Nachbarn. Die Polizei will sich mit den beladenen Tanklastern nach La Paz zurückziehen. Doch die Straßen sind bereits voll mit Menschen, die ihr im Weg stehen. Como digo, la gente estaba muy molesta. Y estaba haciendo, reclamando en frente de la planta y empezaron a disparar. Die Leute protestierten vor der Anlage. Auf einmal fingen die Militärs an zu schießen. Plastikschrot und auch scharfe Munition. Es kreisten zwei Hubschrauber, die wahrscheinlich zur Unterstützung angefordert worden waren. Diese warfen Tränengas ab und auch von dort wurde geschossen. Dann kam ein zweites Kontingent an Polizei und Militär, viel größer noch. Sie schossen mit Tränengas um sich und auch mit scharfer Munition. Gasificando a todos, echando gas por todo lado, disparando. Die Straßen sind voll mit Tränengas, es herrscht Chaos. Verletzte liegen auf den Straßen und auch Tote. Sind Militär und Polizei für die Toten verantwortlich? Oder hätten die Schüsse auch aus den eigenen Reihen kommen können? Los policías tenían armamento, balines, balas, tenían gases, los militares han estado en el mismo plano. Die Polizei war bewaffnet, mit Gummischrot, Gewehrkugeln und Tränengas. Die Leute waren wütend und riefen alles Mögliche. Sie haben auch ein paar Steine geworfen, aber auf der Straße gibt es kaum welche. Ansonsten waren wir unbewaffnet, aber die Polizei hat trotzdem geschossen. No había ni petardos, estábamos desarmados. La policía sí ha disparado. Erst am nächsten Tag wird deutlicher, welches Ausmaß und welche Opfer der Polizei- und Militäreinsatz gefordert hat. Auf den Kirchenbänken der Kirche San Francisco de Assis in El Alto liegen in Decken eingewickelte Leichen. In einer Ecke obduzieren vier Forensiker eine Leiche, die ein sichtbares Einschussloch aufzeigt. Die Angehörigen sind da, einige weinen. Unter Ohnmacht und Wut mischt sich Misstrauen. Einige Familien haben ihre Toten nicht zur Kirche gebracht, weil sie den Experten nicht trauen. Und das, obwohl Mitglieder von örtlichen Menschenrechtsorganisationen anwesend sind. Einige Leichen sind nach Zeugenaussagen auch vom Militär abtransportiert worden, angeblich um Beweise zu sichern. Es sollen insgesamt 14 Leichen sein. 7 soll die Polizei mitgenommen haben. Stimmen die Angaben, wären es insgesamt 21 Tote. In dieser schwierigen Situation versucht Alberto Gross, Mitglied der Ständigen Versammlung für Menschenrechte, Beweise zu sichern. Er bittet die internationale Gemeinschaft um Unterstützung. Ich möchte alle MenschenrechtsverteidigerInnen weltweit dazu aufrufen, wegen der Situation in Bolivien ihre Stimme zu erheben. Die internationale Gemeinschaft sollte handeln. Es ist sehr schwer im Moment als Menschenrechtsverteidiger zu arbeiten. Das Misstrauen der Leute ist sehr groß. Außerdem erhalten wir Drohungen von der Regierung. Viele wollen keine Interviews mehr geben, sagt eine Ärztin von einem Gesundheitszentrum im Stadtteil. Sie habe am 19. November 20 Schussverletzungen behandelt, sagt sie im Gespräch ohne Mikrofon. Im Internet gibt es Drohungen gegen Ärzte, die sich zum Massaker geäußert haben. Ihnen wird vorgeworfen, sie seien falsche Ärzte und wollten ein schlechtes Licht auf die Regierung werfen. Ein Arzt, der sich im Fernsehen geäußert hat, wurde sogar von der Polizei festgenommen. Er hätte gelogen, lautet der Vorwurf. Inzwischen hat die Menschenrechtsbeauftragte des plurinationalen Staats Boliviens, die ebenfalls bereits Drohungen erhalten hat, einen vorläufigen Bericht veröffentlicht. Demnach konnte festgestellt werden, dass 8 Personen durch Kugeln gestorben sind. Ob die Kugeln von Polizei oder Militär abgefeuert wurden, steht in dem Bericht allerdings nicht.